Ich bin Familienmensch von ganzem Herzen und ich bin Fotograf mit ganzem Herzen. Das sind eigentlich meine beiden Dinge, die mich am meisten prägen, die mein Leben, die mein Sein eigentlich komplett von morgens bis abends definieren. Lustigerweise passt das hier sehr gut zusammen. Bei uns kann man ja die Fotografinnen und Fotografen treffen. Das ist das Tolle beim Fotogipfel. Und das ist die Idee, die ich am Anfang hatte und die ist immer größer und schöner geworden. Die digitale Welt kann wirklich nicht das Menschliche ersetzen. Ich will meine Kollegen alle persönlich kennenlernen. Ich möchte wissen, wie arbeiten sie, wie denken sie. Und das kriegt man nur raus, indem man auf diesen Festivals ist. Für mich ist es mehr und mehr ein Ort, der zeigt, welche Bedeutung die Fotografie hat in unserer Gesellschaft, in einer Demokratie. Sie ist Kunst, sie ist Kultur. Und gerade in Krisenzeiten brauchen wir Kunst und Kultur, die uns die Augen öffnet, die uns mobilisiert, neue Perspektiven zeigt, uns berührt, die uns manchmal sicher auch ärgert, aber die uns lebendig hält. Also ich fotografiere ja leidenschaftlich gerne und weil das eine Art ist, wie ich mich ausdrücken kann. Jemand anders würde schreiben, ich fotografiere und ich freue mich natürlich, wenn die Bilder bei jemandem dieselbe Freude erzeugen. Ich habe mit meinen Bildern, mit meinen Geschichten, mit meinen Texten immer versucht, den Menschen, meinen Zuschauern, zeigen, wie einzigartig unsere Erde ist und was für ein Privileg wir Menschen haben, genau in dieser Zeit zu leben. Ich werde ja immer wieder gefragt, wie man ein gutes Foto machen kann oder wie Frau oder Mensch ein gutes Foto machen kann. Und natürlich ist die Technik wichtig, es ist wichtig, die richtigen Ideen zu haben, aber ich glaube, das Wichtigste überhaupt ist, einfach keine Angst zu haben. Einfach rumzuprobieren, experimentieren, Spaß haben und einfach keine Angst zu haben, Fehler zu machen. Wir können mit unseren Fotos viel bewegen. Egal ob Hobbyfotograf, Berufsfotograf, aber Fotos zeigen die Wirklichkeit. Fotos zeigen die Natur, sie zeigen ein Gefühl, sie vermitteln ein Gefühl. Und wenn man ein Gefühl hat für was, was man schützen kann und bewahren muss, dann kann man das auch tun. Ich glaube, wir gemeinsam können mit unseren Fotos die Welt ein bisschen besser machen.